Das gestrige hoch antizipierte FOMC-Meeting der Federal Reserve, eine verrückte Anschuldigung von Kevin O'Leary gegenüber Binance, im ganzen Fall FTX, wieso der Ripple vs. SEC-Rechtsstreit nicht bald enden wird. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir und im heutigen Video schauen wir uns all diese und noch viele, viele weitere spannende Themen an. Bevor wir aber starten, mit dem allerersten Link in der Beschreibung, meldet euch wie immer gerne auch noch bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitwarvo an. Bitwarvo hat über 180 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren, eine Kontogarantie, die euch bis zu 100.000 Euro absichert und viele, viele weitere Vorteile. Das Beste, aktuell gibt es immer noch innerhalb einer limitierten Aktion für alle Sign-ups 30 Euro gratis, ein T-Shirt von Bitwarvo, sowie das, was ich hier heute auch anhabe und noch die Chance, 1 von 5 original Nike-Trikots der Niederlande zu gewinnen. Ist eine coole Aktion, alle Infos dazu auch nochmal in meiner Beschreibung und dann wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Video. Auf dem Bitcoin-Chart sehen wir gestern eine große Inverted-Hammer-Kerze, das heißt, wir konnten relativ stark ansteigen, haben aber am selben Tag auch wieder all diese Gewinne verloren. Übrigens, ich habe jetzt auch mal diesen Aufwärtstrend hier in weiß eingezeichnet, bei dem wir bei den Higher-Lows mittlerweile auch schon 4 Touchpoints haben und bei den Higher-Highs durch die Kerze gestern auch schon 3. Naja, der Grund für diese gestern sehr volatile Bewegung ist auf jeden Fall das FOMC-Meeting der Federal Reserve, also das Zusammenkommen der US-Zentralbank, bei dem sie unter anderem zum Beispiel auch die letzte Zinsentscheidung entschieden haben. Vielleicht, um es nochmal ein bisschen besser zu visualisieren, auf den kleineren Timeframes sieht man es auch nochmal sehr gut, sowohl für Aktien als auch für Bitcoin, Gold und sogar auch den Euro, eine ziemlich steile Bewegung nach oben und dann aber genauso steil wieder nach unten. Was im Prinzip passiert ist, die News kam raus, Fed erhöht den Leitzins um 0,5% bzw. 50 Basispunkte. Und auch wenn die Zinssätze damit jetzt in den USA auf ein neues 15 Jahre hochgestiegen sind, war es trotzdem die zweite 0,5% Erhöhung in Folge und damit ein Zeichen dafür, dass die 0,75% Erhöhungsphase höchstwahrscheinlich vorbei ist und es eventuell jetzt einfach nur noch weniger und weniger wird. Daher auch zunächst mal der Preisanstieg. Kurz nach der Ankündigung wurden dann aber einige, ich sag mal, sehr restriktive Statements und Prognosen im Zusammenhang mit den Zinserhöhungen und der Inflation veröffentlicht. Und hier war nämlich dann eher die Rede von, die Zinssätze könnten aber weiterhin noch für mehrere Jahre lang erhöht bleiben, bis man endlich das Endziel von 2% Inflation erreicht hat. In dieser Tabelle sieht man zum Beispiel die neuen Wirtschaftsprognosen der Mitglieder des Federal Reserve Board und der Präsidenten der Federal Reserve Bank. Und der Durchschnitt erwartet, dass es bis 2025 dauern wird, bis die 2% final erreicht sind und dass die Zinsen bis dahin auch noch relativ hoch bleiben, zumindest bis 2024 noch über 4%. Viele erwarten aber, unter anderem auch Sven Henrich, dass die Fed schon 2023 die Zinsen wieder stark abbauen wird und dass das gestern einfach ein in Anführungsstrichen Performance Act war. Dann kauft die Bitcoin Group SEE, die unter anderem auch hinter der Kryptohandels Plattform bitcoin.de stecken, zu 100% das Bankhaus von der Hyde, ein 246 Jahre altes Bankhaus, welches durch die Vollbanklizenz auch für verschiedene Dienstleistungen rund um die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Tokenisierung zuständig ist. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Stablecoin und Digital Asset Custody Diensten. Im Januar versuchte BitMEX schon die Übernahme des Bankhauses, aber jetzt hat es die Bitcoin Group SE geschafft. Des Weiteren haben wir einen Hackerangriff auf Gemini, bei dem es zu einem Datenleak von über 5,7 Millionen Informationszeilen kam, die sich auf die E-Mail-Adressen und teilweise auch Telefonnummern von Gemini-Kunden beziehen. Laut einem Blogpost von Gemini ist dieser Leak aber, Zitat, nur das Ergebnis eines Verfalls bei einem Drittanbieter, also nicht ihre Schuld, aber sie warnen nun trotzdem vor möglichen Phishing-Angriffen, also dass einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese E-Mails jetzt irgendwelche Scams angeboten bekommen. Außerdem hat Tether, der Issuer hinter USDT, jetzt bekannt gegeben, dass sie wegen dem ganzen FUD bezüglich der Vergabe von Krediten aus ihren Reserven ab sofort im Laufe des Jahres 2023 besicherte Kredite in den Reserven von Tether auf Null reduzieren werden. Es sei in Anführungsstrichen geschäftskritisch, das Vertrauen in den Kryptomarkt wiederherzustellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Tether scheint mir in den letzten Monaten wirklich immer und immer legiter zu werden. So, und dann, bevor wir jetzt gleich noch auf Ripple und dann auch noch auf Sam Bankman-Fried und FTX schauen, hat MetaMask nun auch eine sehr, sehr spannende Partnerschaft mit PayPal angekündigt, über die US-Kunden ihre MetaMask-Wallets mit Ethereum direkt über PayPal aufladen können. Jetzt aber Ripple vs. die SEC. Und erstmal für all diejenigen, die mein Video vor ein paar Tagen verpasst haben, wo ich nochmal sehr detailliert auf die aktuelle Lage und auch die Prognosen vom Anwalt Jeremy Hogan eingegangen bin, den Link dazu oben in meiner Infokarte und ich kann es wirklich nur jedem sehr ans Herz legen. Für alle anderen, Richterin Torres hat ja jetzt alle Dokumente vor sich liegen und muss nur noch eine Entscheidung treffen. Und während es rein theoretisch möglich bleibt, dass diese Entscheidung schon heute oder eventuell auch morgen kommt, hat der Anwalt John Deaton in einem Interview von vor 2 Tagen nochmal eine sehr, sehr gute Erklärung geliefert, wieso er glaubt, dass die Entscheidung
Entscheidung nicht vor Ende März 2023 kommt und vielleicht sogar erst April oder Anfang Mai. Yes, I don't see it happening before March 31st, but it is possible because the SEC's, the judge is very aware. She granted us amicus status. She knows that there's tens of thousands of holders. There's been 17 amicus briefs filed in this case. So it's very possible, but you have millions of pages of documents have been filed. And so she's going to go through it. I would say the end of March is the earliest. I fear it could go into April or early May for a decision as well. Basierend auf seiner Erfahrung und einfach dem reinen Volumen an Dokumenten, Amicus Briefs und so weiter, glaubt er halt, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir nicht die Entscheidung morgen oder übermorgen bekommen, sondern eher in ein paar Monaten. So, und dann FTX und Sam Bankman-Fried. Wie wir uns das ja gestern schon angeschaut hatten, wurde Sam Bankman-Fried eine Kaution verwehrt, weshalb er nun für bis zu 2 Monate erstmal in Untersuchungshaft bleiben wird. Für die, die es aber genauer wissen wollen, er sitzt jetzt im Fox Hill Prison auf den Bahamas. Berichten zufolge, aber aktuell in der medizinischen Abteilung, da dem Anwalt von Sam Bankman-Fried zufolge er vor seiner Verhaftung am 12. Dezember Medikamente eingenommen habe, darunter auch Adderall und Antidepressiva. Adderall, für die, die es nicht wissen, eine Amphetamindroge, die übrigens auch Dopamin erhöht und oft für die Behandlung von ADHS verwendet wird. Naja, wir haben heute auch noch ein paar kleinere Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass das Weiße Haus sich nun geweigert hat, darauf zu antworten, ob Joe Biden seine politischen Spenden von FTX zurückgeben wird oder nicht. Aber das wahrscheinlich Spannendste ist die letzte Aussage vom ehemaligen bezahlten FTX-Sprecher Kevin O'Leary bei einer neulichen Anhörung des Senats. Why do you believe FTX failed? I have an opinion. I don't have the records. Here it is. These two behemoths that own the unregulated market together and grew these incredible businesses in terms of growth were at war with each other. And one put the other out of business intentionally. Now, maybe there's nothing wrong with that. Maybe there's nothing wrong with love and war. But Binance is a massive, unregulated, global monopoly now. They put FTX out of business. Ja, er schiebt ja also die komplette Schuld einfach auf Binance und wie er sagte, und das sind seine eigenen Worte, Binance hat absichtlich den FTX-Crash verursacht. Offensichtlich finde ich, dass das Schwachsinn ist und ich frage mich echt, wieso Kevin O'Leary, Sam Bankman-Fried und FTX weiterhin unterstützt. Klar, Binance hatte natürlich auch etwas damit zu tun und war möglicherweise sogar auch der Anstoß für das Ganze, aber der eigentliche Hauptgrund, wieso die Börse zusammengebrochen ist, ist, weil FTX einfach ein riesengroßer Scam war und Kundengelder dafür verwendet hat, um auf irgendwelche spekulativen Kryptowetten zu setzen. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Aussage von Kevin O'Leary haltet. Für heute war's das. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.